Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spieltag der EDPL, um genau zu sein, Spieltag Nummer 21 gegen den guten Barry mit seinem Team Marvelous Speedstars. In seinem Team befinden sich ein Stalobor, ein Megalamus, ein Quajutsu, ein Felinara, ein Celebi, ein X-Bat, ein Hooper, ein Kikli, ein Ditto, ein Magbrand, ein Hypopotas und das war's, ja. Was rechne ich bei ihm? Ich rechne auf jeden Fall mit dem Stalobor, weil Stalobor mit Moldbreaker, höchstwahrscheinlich auch Choice Scarf, mir sehr große Probleme machen kann. Dann rechne ich noch mit dem Mega Slowbro, sowie mit dem Celebi, weil Celebi kann auch wieder gescarft werden. Bei Mega Slowbro eventuell Chest Arrest, aber ich denke, er wird es dabei haben. Felinara wahrscheinlich noch, um sowas wie Acnologia halt zu handeln, vielleicht auch mit der Barbieribäre oder sowas. Obwohl Felinara weiß ich nicht mal, bin ich mir gar nicht so sicher, weil Felinara macht gar nicht mal so viel gegen mich. Dann X-Bat höchstwahrscheinlich noch, weil es halt ein sehr schnelles Mon ist, das kann ihm sicher in irgendeiner Form helfen. Und dann zum Schluss eventuell das, haben wir jetzt, warte, 2, 4, 5, genau, zum Schluss denke ich, wird es dann eventuell noch das Ditto oder das Hypopotas, wenn das Sandrush zum Beispiel spielen möchte auf seinem Stalobor. Wir haben auf jeden Fall dabei unser Kyurem Black. Mit Ice Beam, Fusion Bolt, Earth Power und Iron Head, damit treffen wir eigentlich alles sehr effektiv aus seinem kompletten Team. Ja, eigentlich so gut wie alles. Beziehungsweise halt zum Beispiel sowas wie Hooper nicht, aber dem machen wir auch genug Schaden. So, mit der geilen Barbieri wäre so, dass wir einen Iron Head locker von einem Stalobor überleben. Ich glaube sogar von einem plus 2 Stalobor sollte in irgendeiner Form SD bringen. Dann haben wir noch hier Choice Scarf, Crocodile, welches alles von ihm outspeedet, was nicht. Scarf Celebi, wie gesagt, ist oder halt Scarf Expert und sowas, aber damit rechne ich jetzt mal eher weniger. Mit EQ, Knockoff, Pursuit und Stonehenge, damit treffen wir halt alles, wie gesagt, ganz gut. Haben auch eine ganz gute Coverage da drauf. Wir können zum Beispiel Celebi und sowas Pursuit trippen, genauso wie Hooper. Und ja, sind auch schneller als ein potenzielles Scarf Stalobor. Dann haben wir hier noch Choice Bags, Rotom Heat mit Overheat, Thunderbolt, Voltage und Full Play. Full Play ist vor allem für irgendein Setup-Mons gedacht, beziehungsweise zum Beispiel um sowas wie Hooper auch zu one-shotten. Dann Bolt Switch. Er hat halt kein Ground-Type, das heißt, wir können mit Hooper, mit Rotom Heat eigentlich immer Bolt Switchen. Was heißt, er hat keinen Ground-Type? Er hat natürlich XK, aber XK in einen Overheat zu werfen ist jetzt vielleicht nicht das Klügste, was er machen könnte. Und ansonsten hätte er natürlich, okay, Hypopotas wäre noch ein Switchen, aber ja, es ist halt ein Hypopotas, ne? Dann haben wir hier nochmal, mal wieder Live-Op-Techniker Roserade, oder dieses Mal Techniker Roserade dabei mit Leafstorm, Sludge Bomb, Hidden Power Ice und Giga Drain. Das baut auch riesengroßen Druck auf ihn aus, insofern er irgendwas falsch predicted und sowas. Sowas wie X-Bud ist halt das beste Mon fast dagegen, weil Roserade ansonsten fast alles outspeedet und fast alles killt. Und ich glaube nicht mehr, dass ein Ice Beam zum Beispiel von einem Greninja reichen würde. Dann haben wir hier noch Mega Metagross mit Meteor Mash, Thunder Punch, Earthquake und Zen Headbutt. Haut auch ziemlich gut rein, wir müssen halt nur aufpassen wegen dem, irgendwas war doch da, ja, dass er mit Ditto uns nicht kopiert, weil dann können ja zum Beispiel auch uns gefährlich werden, je nachdem, wenn er predicted, weil es halt ein Mega-Metagross dran, also da müssen wir aufpassen. Und zum Schluss haben wir hier noch Aromatis mit Wish, Protect, Moonblast und Aromatherapie. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Kampf. Bis gleich. So, da sind wir auch schon im Kampf und wir sehen, er hat so ziemlich das dabei, womit ich gerechnet habe. Gott sei Dank kein Ditto, sondern stattdessen Kikli, höchstwahrscheinlich, um potenziell Rapid Spinnen zu können, weil das zum Beispiel für X-Bat sicher nicht ganz so toll ist und allgemein, Tarnsteine sind halt nicht immer so geil. Ich würde aber sagen, wir gehen in den Kampf rein. Er leadet hier mit seinem Crobat, ich mit meinem Rotom Heat. Das war eigentlich ein ganz gutes Matchup für uns. Hier kam der Crit, wo ich mir schon dachte, Und ich bin hier, glaube ich, direkt auf Overheat gegangen. Einfach, weil ich mir dachte, ja, falls er doch in Stalobor, falls er wirklich so risikoreich ist, denn hätte er das gemacht und wäre risikoreich gewesen, und zum Beispiel hätte er jetzt hier das Stalobor reingebracht und ich hätte eine Elektroattacke gedrückt, wäre er halt ziemlich krass im Momentum gewesen und hätte er eigentlich in die Q drücken können. Klar, er weiß noch nicht, dass wir gespaxt sind, beziehungsweise er hätte halt Rock Slide oder was weiß ich, was er hätte machen können. Man weiß ja sein Set noch nicht. Hier geht es um Felinara, Wish passt sich ein bisschen hoch und hier habe ich den entscheidenden Predict gemacht, bin auf die Hidden Power Ice gegangen, weil ich damit schon gerechnet habe, dass das Crobat reinkommen wird, denn es hat eigentlich die Antworten auf meine Pflanzen- und Giftattacken. Genauso wie ich hier einfach mal Leafstorm gedrückt habe, weil ich mir dachte, Fake Out würde er nicht drücken, weil dann Metagross reinkommt. Die Sache ist, jetzt kommt das Celebi rein und ich habe hier den Fehler gemacht, ich wusste nicht, was das für ein Celebi-Set war. Es hat mich, ich saß so drin, was ist das für ein Celebi, was ist das defensiv, was will das mir antun, ist das offensiv?
Und bin jetzt in Aromatist gegangen, auch wenn ich meine physisch defensiv war. Und er drückt jetzt Calm Mind. Und wir werden gleich sehen, dass ich hier jetzt nochmal auswechsle und er nochmal Calm Mind drückt. Ich drücke jetzt Knock Off, dachte mir so geil, schlage ihm das Item ab und habe komplett ignoriert. Erstmal kommt Weakness Policy, dass dieses Ding Baton Pass hat. Und jetzt kommt Mega Slowbro. Und jetzt haben wir ein Problem, meine Freunde. Denn mit Mega Slowbro, ich kann nicht viel dagegen machen. Ich bin jetzt in Great Axe gegangen, dachte mir, komm, hau einen Thunder Punch raus. Ich weiß eh nicht, was ich da jetzt reinwerfen kann. Macht 29%, das ist nichts. Flammenwurf kommt und nimmt uns raus. Jetzt gehe ich in meinen Rotom Heat, weil ich gespext bin, drückt T-Bolt. Und er drückt Slack Off. Und ich glaube, ich habe hier den Fehler gemacht. Ich habe hier den großen Fehler gemacht, dass ich dachte, er will dieses Matchup beha nicht behalten, weil das Slowbro war tatsächlich auf 71%. Und ich dachte mir, der muss ja wissen, dass ich eigentlich gespext bin und wird jetzt in sein Staloborb gehen. Hat er aber nicht getan. Das war auch ein komplett riesengroßer Overpredict von mir. Jetzt ist er nämlich wieder voll. Das heißt, wir gehen wieder zurück in unser Aromatis, opfern das hier an der Stelle. Er crittet sogar, hat er gemeldet, ich weiß es nicht. Wir gehen wieder in Too Heat for You. Wir sehen, wir machen 51%, also ziemlich genau die Hälfte. Er geht nochmal auf Calm Mind. Ich krieg T-Bolt und mache jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte. Somit würde er dieses Matchup an der Stelle eigentlich verlieren. Denn, gewinnen meine ich natürlich. Denn er kann jetzt einfach immer wieder Slack aufdrücken und würde sich immer ein bisschen weiter höher heilen und bis zu einer bestimmten Range dann bringen, wo er mich halt dann im nächsten Zug rausnehmen kann. Jetzt macht er aber den Fehler. Und zwar macht er jetzt den Fehler, dass er greedy wurde und ich eine Max Roll mit dem T-Bolt bekommen habe. Denn ich dachte mir auch die ganze Zeit, irgendwann wird schon die Para oder der Crit kommen. Habe dabei aber völlig außer Acht gelassen, dass dieses Ding Panzerhaut hat. Ich kann das nicht mal critten. Somit hatten wir Glück, dass er hier greedy wurde. Das war auch ein Fehler seinerseits. Und das war halt wieder so ein bisschen sehr, sehr gut für uns, denn damit können wir das Match eigentlich noch drehen. Es war auch ein Fehler an der Stelle zu denken, dass warum ich überhaupt mit dem Rotom Heat rausgegangen bin, weil das Matchup hätte ich gewonnen. Ich hatte ein bisschen Angst vor Scald, aber das hatte er tatsächlich nicht drauf. Das hätte ich tatsächlich auch bedenken müssen, denn wenn er nur Flammenwurf und Scald drauf gehabt hätte, hätte er gegen irgendeins meiner Mons nichts gehabt, glaube ich. Kann das sein? Na, eigentlich nicht. Ich bin mir gerade unsicher, aber naja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall meinen Destroyer. Weiß, dass ich einen Move überlebe. Er geht jetzt in sein Celebi, damit habe ich aber kein Problem. Er drückt jetzt Healing Wish. Ich kann Ice Beam drücken, er geht in sein Excadrill, das ist aber für mich kein Problem, denn Earth Power macht 40%. Er hat die Shookaberry, das ist mir aber geil, denn wir haben die Barbieri-Beere und er macht sogar nur 39%. Das seht ihr dann noch gleich, warum. Hier kommt nochmal Earth Power und er geht in sein Sylveon und Sylveon hat auch die Barbieri-Beere, drückt jetzt hier Hyper Voice, kann meinen Destroyer K.O. setzen. Wir können aber hier wiederum in unser Rotom Heat gehen, drücken Overheat, das ist zwar ein Crit, aber der hat nicht gemeldet, denn wir haben ja davor schon gesehen, dass das relativ reicht. Also mit einer Min-Roll hätte es wahrscheinlich gere nicht gereicht. Wir haben hier aber eine neutrale Roll wahrscheinlich bekommen. Und hier an der Stelle gewinnen wir halt auch mit einem 2 zu 0, nachdem wir halt noch Rabigator hatten. An der Stelle muss man auf jeden Fall sagen, dass er eigentlich den Sieg weggegeben hat, nachdem er ein bisschen greedy wurde. Man muss aber auch sagen, dass ich ihn Setup habe belassen, ein bisschen mit dem Switch-Out von Rotom Heat. Das war ein großer Fehler. Ich hätte einfach weitermachen sollen. Denn im Endeffekt hätte ich dieses Matchup sogar gewonnen und nachdem ich rausgewechselt habe, hätte er das Matchup gewonnen. Also, ne, wir haben beide einen Fehler gemacht, also von dem her passt das schon, denke ich. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Spieltag, dem letzten Spieltag wieder und ich glaube, momentan müssen wir auch auf Tabellenplatz 4 sein. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch auf Tabellenplatz 3 kommen können. Das könnt ihr ja mal nachschauen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao.